Herzlich willkommen bei Sam, Soul and Mind, einem neuen Gespräch mit Clemens. Herzlich willkommen, Clemens. Runde 3 haben wir jetzt, ja, am Stück produziert. Ich möchte mit Clemens jetzt über Bewusstseinsentwicklung sprechen. Das war eigentlich dein Wunschthema noch für heute. Mhm. Und leg einfach direkt mal los. Ich stelle dann wieder die Fragen, ja, na schön. Die mir so kommen. Ja, ja, Bewusstseinsentwicklung, wozu? Ich kann vielleicht einsteigen damit, was das für mich selbst bedeutet und wie ich überhaupt da reingerutscht bin. Es ging damals in dem Thema Coaching darum, nur persönliche Probleme anzusprechen und eine Lösung zu finden. Und dann wurde mir irgendwann bewusst, ich rede jetzt einfach von mir und ich möchte das nicht verallgemeinern, wurde mir irgendwann bewusst, wenn ich da weitermache, dann würde sich meine Lebensqualität deutlich verbessern. Denn wir haben aus unserer Vergangenheit, aus der Kindheit oder von noch früher Dinge mitbekommen, die uns dazu bringen, dass wir bestimmte Situationen nicht konfrontieren, nicht verarbeiten können und dass uns das energetisch oder emotional umhaut. Möglicherweise so. Auch körperlich irgendwann. Ja, auch körperlich und im Sinne von Empfindlichkeit für Konflikte, die Symptome hervorrufen, im Sinne der germanischen Heilkunde auch. Mhm. So, und da habe ich gedacht, wenn ich da weitermache, dann könnte das darin enden, dass ich so stabil bin, dass mich keine Konflikte mehr treffen können. So, und dann habe ich natürlich überlegt, wohin das führen kann und was dann der, ich sag mal, erlöste Zustand sein könnte. Vielleicht Erleuchtung. Mhm. Ja, und was ist Erleuchtung? Ich kann mir vorstellen, dass das ein Zustand ist der absoluten Bewertungslosigkeit und Befreiung aller inneren Belastungen und dass ich nur noch als Beobachter im Leben oder durch das Leben gehe und dann nur noch Dinge bei anderen Menschen mit Mitgefühl betrachte. Würde ich gerade sagen, im Hier und Jetzt, ne? Und im Hier und Jetzt bin, genau. Und ich habe natürlich auch versucht herauszufinden, auf welcher Stufe der Erleuchtung ich bin und bin dann zu dem Schluss gekommen, ach Gott, ich bin irgendwo zwischen Null und Erleuchtung. Und wo, ich habe keine Ahnung, weil ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe bestimmt immer noch auch meine blinden Flecken und jetzt glaube ich auch, das ist das, was uns Menschen miteinander verbindet, dass wir blinde Flecken haben und lernen, damit umzugehen und B, vielleicht auch einen Impuls zu kriegen, die zu erleuchten, ich sage mal im Sinne einer partiellen Erleuchtung, die Lebensqualität und einfach die innere Stabilität und das Glücksgefühl zu verstärken. Mhm. Ja. Und dann auch Glückseligkeit irgendwie und Liebe in die Welt geben zu können. Ja. Weil da ging es bei mir oft drum, so dieses, ich bin Liebe, wie kann ich das ausstrahlen, wenn ich es im Inneren für mich selbst so nicht empfinden kann. Ja. Also der Weg in diesen Coaching-Geschichten, was die Menschen erfahren können, die ersten Schritte machen, ist der innere Weg. Also es geht gar nicht darum, im Außen so viel rumzudrehen, sondern die Innenschau ist ja das A und O, ne? Ja. Naja, und dann ist es interessant auch, sich mal damit zu beschäftigen, welche Themen es da gibt. Und da gibt es sehr interessante Verbindungen auch zur germanischen Heilkunde. Denn und das haben schon sehr kompetente Leute gemacht. Die haben diese biologischen Dinge, bei denen ein Symptom angetriggert wird oder ein Konfliktthema angetriggert wird, sich angeschaut und überlegt, wie kann ich etwas in meiner Innenwelt so verändern, dass mich so ein Konflikt nicht mehr treffen kann. Mhm.
Als Beispiel, es gibt sogenannte Brockenkonflikte, die entstehen dadurch, dass mir meinetwegen irgendetwas Materielles vorenthalten oder gestohlen oder zerstört wird oder sowas. Ich kann dann meine Haltung in Bezug auf materielle Dinge verändern. Mhm. So, und im Sinne von, ja, es ist schön, dass ich das und das habe, aber wenn es mir weggenommen wird, naja, dann richte ich mein Leben daraufhin halt anders ein. So. Erklär mal an einem bisschen plastischen Beispiel so einen Brockenkonflikt. Ja, da muss ich immer ein bisschen länger graben, um ein Beispiel zu finden. Naja, ich sage mal, wenn mir mein Auto gestohlen wird und mein Auto ist mein Ein und Alles, weil ich mich damit identifiziere. Mhm. Das ist ja so ein Thema auch, was Automarketing angeht. Man möchte das Auto zum Teil einer Identifizierung machen. Ne? Ich bin Porsche-Fahrer. Mhm. Ich finde Porsche toll, klar. Ich brauche keinen. Wer bin ich dann, wenn man mir das weggenommen hat und was passiert dann mit mir? Mhm. Ne? Darf ich da kurz nachfragen und nachgraben, wenn wir da jetzt schon gerade sind? Ja. Wo kommt so ein Brockenkonflikt her? Jetzt aus Sicht der germanischen Heilkunde, ja, oder? Ja, ja. Brockenkonflikte sind etwas, was zum Beispiel, ich bekomme einen Nahrungsbrocken nicht zu fassen oder sowas. Okay, das ist die Formulierung. Mhm. Ja? Als einfaches Beispiel. Das heißt also, wenn das Kind in der Charaktertypologie oder so, da würde man dann auf die orale Versorgung kommen, ja, und sagen, Mutter hat Kind nicht, ja, richtig versorgt, vielleicht, ja, war sie selber krank, weiß das Kind ja aber nicht, ja, warum die Mutter gerade nicht kann, ist nicht richtig ernährt worden, mhm, macht dann eben den Konflikt fürs Spätere und aus Sicht, mhm, der Germanischen dann eben so dieses halten wollen im materiellen Sinne, oder? Ja, nicht nur im materiellen Sinne. Ein Brocken kann auch etwas anderes sein, was auch zum Beispiel mit Hören zu tun hat. Zum Beispiel, das ist eine Geschichte, die ich mal gelesen habe, die Eltern haben den älteren Kindern erlaubt, draußen im Garten zu zelten. Ne? Mhm. So, aber die Mutter hat Angst, dass der kleine Junge mit rauskommt und der soll noch nicht nachts draußen und so weiter und hat ein bisschen Angst und erlaubt ihm nicht. Und der möchte aber total gerne bei den anderen, mhm, Kindern dabei sein. Und dann hat dieser kleine Junge einen Brockenkonflikt, einen Hörbrockenkonflikt, weil er möchte von seiner Mutter die Information bekommen, ja, du darfst doch. Mhm. Ja, und dann hat der Kleine einen Hörkonflikt. Und wenn er dann es dann doch darf, und er bekommt diesen Hörbruch, dann wird dieser Konflikt gelöst. Mhm. Was später dann halt zu einem Symptom führt, wie ein kleiner Hörsturz oder, mhm, sowas. In der Lösungsphase. Phase. Mhm. Sowas, ne? Ja, spannend. Okay. So, als Beispiel. Na gut, aber zurück zum Bewusstseins, ja, zu den verschiedenen Möglichkeiten, an seinem Bewusstsein zu arbeiten. Ja. Da wieder hin. Ja. Ich sehe es immer so als Haus, wenn ich das noch als, mhm, als Beispiel mitgeben darf. Wir hatten das Thema Holo-Feeling auch einmal. Mhm. Da hast du dich ja auch mit beschäftigt. Mhm, oberflächlich. Mhm. Mhm. Ja, also ich auch oberflächlich, finde es aber, ja, total spannend. Mhm. Dieser Gedanke des göttlichen Funken, mhm, der ja auch durch andere, ich sag jetzt mal Weisheiten oder Lehren, ja, schon auch an die Menschen getragen wird. Mhm. Und zu sagen, auch dieses Ich bin du und du bist ich, mhm, in einer etwas tieferen Energie wirklich zu spüren, zu erfahren. Ja, also nicht dieses einfach dahingeblabberte, esoterische irgendwie, mhm, sondern wirklich das als Reifegrad, Ausstrahlung sich zu erkennen. Ja. Das finde ich ganz spannend. Das ist für mich so, als wenn es das Haus wäre. Also, mhm, dann ich als göttlicher Funke. Mhm. Und dann gibt es die verschiedenen Zimmer in dem Haus. Und dann mein Bewusstseinshaus ist so. Mhm. Und dann kann ich belegen mit, ich habe mich jetzt ja mit dem Helmer Rudolf in Podcasts, mhm, auch interessant ausgetauscht. Der hat ja das Master Key System mal als erster übersetzt und damit auch viele Jahre gearbeitet für, mhm, die Menschen.
Oder das Gestaltcoaching als ein Element. Ich weiß nicht, war das in deiner Ausbildung auch? Nein. Ah, okay. Dann das Systemische, da haben wir auch ein Video drüber gemacht. Was sind es noch für Zimmer, die in deinem Bewusstseinshaus geholfen haben, die Schleier zu lüften? Naja, das waren ganz verschiedene. Ich habe tatsächlich auch mal ein Auditings nach Scientology ausprobiert. Erwähnt hatte ich schon Synergetiktherapie. Ich habe Hypnose-Sachen versucht und verschiedene andere, die mir gar nicht mehr einfallen. Es waren viele. So, weil ich einfach neugierig war, wie das funktioniert. Und ich wollte einfach wissen im Hintergrund, was ist das einfache, der einfache Kern dahinter. Mhm. Ja? Und der ist einfach, sage ich mal, das Auflösen der alten Geschichten, mit welcher Methode auch immer. Und ich will keine Methode als besser oder schlechter hinstellen. Ich glaube sogar, dass es sehr gut ist, dass es so viele unterschiedliche Wege gibt, weil jede Methode hat ein Resonanzpotenzial, das ein Mensch versteht, um damit in Kontakt zu kommen, um sich das dann auszuwählen für seinen Weg. Mhm. Ja, darum, glaube ich, ist diese Vielfalt sehr wertvoll. Aber man kann diese vielen Dinge schon auf ein paar sehr einfache Grundlagen zurückführen. Aber das wäre vielleicht ein weiteres Kapitel für später. Wo wir tiefer gehen können. Mhm. Inwieweit hat dann für dich die materielle Welt noch Bedeutung gehabt auf deinem Weg mit der Innenschau und mit dem am Bewusstsein schleifen? Die materielle Welt hat für mich die Bedeutung, dass ich darin lebe. Also bist auch keiner, der dann sagt... Nein. Nein, auch, sage ich mal, schöne Gegenstände oder... es ist nur so, dass es ist kein Muss mehr. Etwas, an dem ich mich festklammern muss. Es ist auch nichts, um dafür zu kämpfen oder sowas. Der Kampf um sowas hat keine Bedeutung mehr. Ne? Auch keine Bedeutung hat irgendetwas als Statussymbol oder sowas. Ne? Denn wofür brauche ich etwas, wenn ich, mit etwas großem, ich sag mal pompösen, mich zeigen möchte? Bedeutet das nicht, dass etwas ganz Kleines im Hintergrund wirkt, wo ich dann nicht selbst bin, wo ich nicht ich selbst bin? Und das reicht doch, wenn ich selbst bin. Mhm. Ja, und ich brauche nichts, um dieses Ich selbst jemandem zu verkaufen oder was auch immer. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Das Thema Körper hatten wir auch in der Frage nach Erlösung, hätte ich beinahe gesagt, Erleuchtung und ja doch schon auch Erlösen von bestimmten Konflikten und Themen. Ja. Naja, grundsätzlich. Und da rutsche ich dann schon wieder auch in die germanische Heilkunde. Sehr gerne, das ist ja. Ja, das ist auch ein zentraler Teil meiner Gedanken. In der germanischen Heilkunde wird erklärt, welcher Konflikt zum Beispiel in welchem Gehirnareal einschlägt. Mhm. Wenn ich einen Konflikt habe, der auf der rechten Seite einschlägt, okay, dann habe ich irgendein Krankheitsprogramm. Es gibt aber Konflikte, die jetzt für die Leute, die sich damit beschäftigen wollen, im sogenannten sensorischen Rindenfeld stattfinden. Das sind die Gehirnbereiche, die mit dem Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen und so weiter zu tun haben. Wenn ich auf der Ebene Konflikteinschläge bekomme und dann doppelte, das heißt, es entsteht eine sogenannte Konstellation. Ich habe auf beiden Seiten des Gehirns einen Konflikteinschlag und diese Konfliktkonstellationen führen zu einer erheblich erhöhten Wahrnehmung. Zum Beispiel ein doppelter Konflikt, eine Konstellation im Sehzentrum führt dazu, dass ich hellsichtig werde
oder teilweise hellsichtig werde. Ein Konflikt im Hörzentrum, eine Konstellation, führt dazu, dass ich hellhörig werde, bis hin zu, dass man Stimmen hört und so weiter. Ne? Oder hellfühlig wird oder hellriechig wird. So. Und finde ich, ein sehr interessantes Ding, den Faden, den kann man dann weiterverfolgen oder weiterführen. Was da passiert, ist ein Synchronisationsvorgang über den Balken. Der wird Corpus callosum genannt und verbindet die beiden Gehirnhälften. Es gibt ja auch Techniken, mit denen man die Synchronisation der Gehirnhälften herstellen kann. Binaturale Klänge beispielsweise. Zum Beispiel, ja. Aber nicht nur das, das ist ein tolles Hilfsmittel. Was wäre, wenn ich absolut keine hamischen Herde mehr habe? Dann ist die Funktion der beiden Gehirnhälften ausgewogen und ausgeglichen und damit funken die auch gemeinsam. Und ich glaube, dass dann damit eine Antenne entsteht in das Feld. Das ist dann nicht nur Hellsichtigkeit, das ist etwas, dass wir sozusagen die volle Datenbreite von oben reinbekommen. Vielleicht ist das auch eine Erklärung für einen erleuchteten Zustand. Wollte ich gerade sagen. Ja. Trotzdem ja spannend, wenn du sagst, also Konflikt, doppelt heißt ja dann immer Konstellation. Ja. Kann man das dann auch provozieren, um zu sagen, ich möchte ja hellsichtig sein? Also das ist das, was mir jetzt gerade durch den Kopf ging. Okay, wenn ich das auf das Visuelle... Wenn ich sehr klug und sehr böse werde, wäre, könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, da ist schon ein sehr viel Potenzial notwendig an Erkenntnis, an Verstehen dieser Prozesse. Wie werden Konflikte aufgebaut? Wie funktioniert eventuell ein Konflikt bei genau dem Menschen und so weiter? Mhm. Könnte ich eventuell einen anderen Menschen in einen Konflikt hineinführen? Der darf nichts davon wissen, dass der dann auf dieser Ebene eine Konfliktkonstellation bekommt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es Wesenheiten gibt, die sich mit so etwas beschäftigen. Und das finde ich verwerflich. Mhm. Ja, und das vollständige Auflösen, weil jeder hat ja irgendwelche Konflikte oder eigentlich haben auch alle Konstellationen. Ja. Also wie oft gibt es da so unbewusste Begegnungen, die eben den Konflikt auslösen oder die Konstellation dann machen, ja. Gerade eben in der Erziehung. Ja. Ja. Also geht ja schon von klein auf los. Ja. Also das vollständige Auflösen wiederum der Konfliktekonstellationen würde dann auch zu dem erleuchteten Zustand oder den absoluten Antennen nach oben. Ja, möglicherweise. Also spekulieren hier nur. Ja, ich möchte das alles nur als Hypothese verstanden wissen. Also ich kann mir vorstellen, dass das in diese Richtung geht. Das ist auch ein Faden, dem ich folge, nicht mit Intensität, sondern ich beobachte, in welche Richtung das für mich geht. Und ich habe da auch keine Ahnung, auf welchem Stand ich bin. Ja, auch wiederum auf der Skala der Erleuchtung von null bis voll. Keine Ahnung. Ich glaube, das können wir gar nicht wissen, weil jeder Mensch hat die blinden Flecken. Und wir wissen ja nicht, wo sie sind und welche das sind. Ja. So, und wir waren ja bei Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Wenn wir jetzt schauen, alle sprechen darüber, Schumann-Frequenzen und wir steigen jetzt auf und irgendwie die Menschen werden alle wacher und bewusster. Passiert das dann auch einfach so? Oder glaubst du, dass es wirklich dieser Arbeit am inneren Bedarf eines jeden? Ich denke schon, was ich glaube, dazu notwendig ist, dass ich eine Entscheidung treffe, dass ich mich entwickeln möchte, dass ich mich verändern möchte. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass es
Einflüsse von außen gibt, auch durch, wie das auch erklärt wird, durch eine erhöhte Einstrahlung irgendwelcher Frequenzen auf die Erde, eine mehr Energie, was dadurch passiert. Also gut, was ich persönlich beobachte, was ich bestätigen kann, ist, dass gerade sehr, sehr viele Dinge bei den Menschen hochkommen. Mhm. Und die Ursache dafür würde ich da vermuten, dass, ich gehe wieder auf Hamersche Herde. Die Hamerschen Herde sind nach meiner Ansicht energetisch informelle Verdichtungen, die tatsächlich so weit gehen, dass sie eine strukturelle Veränderung in der Gehirnmaterie, in diesem Gehirnbindegewebe, Glia, hervorrufen. Also eine energetische Verdichtung. Wenn die von außen weiter noch stärker aufgeladen wird energetisch durch einen erhöhten Energieeinstrom von außen, erhöht sich das Konfliktpotenzial noch mehr. Mhm. Und die Spannung und die Konfliktgefahr wird noch größer. Oder ich will nicht Gefahr sagen, sondern... Das ist ja Chance auf Heilung. Ja, ist eine Chance auf Heilung. Aber nur dann, wenn ich das so annehmen und erkennen kann, dass es gut ist, wenn ich an einen Schmerzpunkt herangeführt werde und wenn ich was für die Heilung tun kann. Dann ist da der erste wichtige Schritt ja wirklich, dass man den wachen Geist hat oder... Anders, dass man schon mal hinschaut. Ja, dass man schon mal hinschaut. Wacher Geist ist natürlich auch wieder ein bisschen schwammig. Was ist wacher Geist? Jeder Mensch ist, was Wachheit angeht, auf seiner persönlichen Stufe, die richtig ist, die ich nicht bewerten darf. Mhm. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Wachheit des Geistes steigt mit zunehmender Auflösung von Altlasten und von Themen. Das heißt, die Fähigkeit zu denken, noch viel mehr die Fähigkeit zu fühlen, wird größer. Und auch diese Momente, aha, jetzt befinde ich mich gerade wieder in einem Konflikt oder ich merke, ich bin in einer Situation. Ja. Jetzt kommt hier ein Muster oder es kommt ein Glaubenssatz hoch. Ja. Ja. Und damit ist es fast auch schon wieder getan. Also das Monster ist kein Monster mehr, sondern ein Erkennen, ein Verstehen. Ja. Und daraus kann ja dann eine Veränderung wachsen. Und das geht schon los bei einem Krankheitssymptom. Und das ist auch wiederum dieses Geschenk der biologischen Naturgesetze. Ich kann ein Krankheitssymptom hernehmen. Dann schaue ich mir das Konfliktgeschehen an. Und dann kann ich, und das sind Dinge, die man auch selber tun kann, dann kann ich darüber nachdenken, welches Denken hat mich in diese Situation gebracht? Mhm. Dann kann ich versuchen, mir dieses Denken anzuschauen und zu versuchen, das Denken darüber zu verändern. Kann ich das auch anders sehen? Mhm. Ja? Gehört für mich dann auch zum Thema Bewusstseinsentwicklung, absolut, sich auch Techniken zu Rate zu ziehen, mit denen man dann auch, also ich erzähle immer von meinem Buch, also auch im Podcast schon drüber gesprochen. Ja. Es war wirklich ein ganz wichtiges Teil für mich, ein Buch, in dem ich einfach nur Sätze geschrieben habe, was mein Ich Bin ist. Ja. Von Ich Bin über Ich Bin dankbar, über Ich Bin im Vertrauen und so weiter. Ja. Um diese Programmierung zu verändern. Ja. Und am Anfang war es wirklich Technik, wo ich dachte, was bringt mir das jetzt? Ich fühle das gar nicht. Ja. Und irgendwann war es über dieser innere Meckerer und Widerstand so, und dann wird's leicht. Und dann bin ich zum Beispiel super dankbar, dass wir uns gefunden haben und dass wir diesen Austausch haben können und jetzt auch noch so in die Welt geben können. Das ist für mich Bewusstseinsentwicklung. Und dann eben auch der wache Geist an der Stelle. Aber noch einmal die Eingangsfrage. Bewusstseinsentwicklung, wozu? Vielleicht von dir einen schönen Satz noch zu unseren Zuschauern. Ja, um meine innere Lebensqualität zu verbessern oder um erleuchtet zu werden, wenn ich das denn möchte. Mhm. Erleuchtung. Gut, ich würde sagen, wir lassen es so stehen. Lebensqualität verbessern, finde ich spitze. Mhm. Mit der Erleuchtung schauen wir nochmal. Ja, genau. Liebe ins Feld. Mit einem Lächeln.
für die Zuschauer. Vielen Dank, Clemens. Danke, Sam. Vielen Dank an die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.